Hallöchen Leute und willkommen zurück zu Pokémon TCG für den Gameboy. Beim letzten Mal haben wir noch ein Turnier gemacht und zusätzlich haben wir noch Dingens erledigt, ne? Haben wir eine Medaille geholt? Ich habe mindestens die Psycho-Medaille geholt, ne? Ah, ich weiß nicht, ob ich mehr geholt habe. Auf jeden Fall, wir haben nicht mehr viele Medaillen übrig. Wie man sieht, es fehlen nur noch zwei. Witzigerweise habe ich nie die Gesteinsmedaille geholt und ich schaue mal, ob ich den Typen, ob ich die guten Olaf sofort heraus fordern kann. Darf ich? Ja, dann machen wir Olaf fertig und dann ab in den Wissenschaftsclub. Da müssen wir nämlich ein paar kleine Leute verprügeln. Du bist viel zu alt für den Club. Moment, die anderen waren halt alle irgendwie Jugendliche oder so. Oder? Die anderen waren alle Jugendliche oder sowas. Oder wenn dann junge Erwachsene. Und der ist halt voll alt. Was ist lo? Oh nein, ich habe nur Electek auf der Hand. Das ist schlecht. Ich habe übrigens ein paar Kommentare natürlich wie immer gelesen. Ich habe mittlerweile immer mehr und mehr und mehr auf Vorrat aufgenommen. Einfach weil ich hatte halt die Zeit gefunden. Und da dachte ich mir, kann man machen, ne? Warum auch nicht? Und ich habe von vielen gehört, dass einige Leute an gewissen Stellen ein bisschen gestruggelt haben oder auch verschiedene Decks gebaut haben. Wo ich mich irgendwie fast schon ein bisschen schlecht fühle für das, was ich hier so abziehe. Okay, hat keine Resistenz. Weil ich mir einfach nur denke, ah, ihr habt halt irgendwas gebaut, was ihr cool fandet, ne? Was ja definitiv halt voll fair ist, macht das auf jeden Fall. Aber ich habe ein bisschen halt, wie gesagt, Ahnung eigentlich von der TCG-Meta zu der Zeit. Also ich wusste ja auch, welche Karten gut sind. Und ich meine, ich muss nicht nach hartem Metagame spielen, das tue ich auch eigentlich gar nicht. Aber so ein bisschen dachte ich mir, ja, kann man machen, so ein klein wenig. Das geht auf jeden Fall. So, der Donnerschlag könnte killen, perfekt. Ciao, Kleinstein. Hab übrigens auch gehört, dass Shigidex soll super schlecht sein eigentlich für den Start. Was wild ist, weil ich dachte, Rain Dance ist halt so gut. Fand ich auch, aber vielleicht waren die anderen Karten nicht so gut. Ich weiß nicht, was ihr da sonst für Karten hattet. Vielleicht hattet ihr richtig, richtig coole Sachen. Erst einmal Sichlor, ne? Dann mache ich einen Tausch auf Sichlor. Und will ich Windtauchen? Eigentlich nicht. Doch, vielleicht will ich Windtauchen. Ich mache so oder so erstmal Schwertanz, ja? Und dann schau... Ja, er hat... Fuck. Ich kann nicht Schwertanzen. Ah, nicht schlimm. Was hast du, mein Freund, ha? Auf der Bank, meine ich. Onix. Oh. Ja, das Onix, oh nein, das wird wehtun mit dir. Hm. Ich könnte natürlich Onix jetzt verprügeln, aber vielleicht macht er einen Dictry draus. Da hätte ich weniger Bock drauf, wenn ich ehrlich bin. Ah, Windtauch ist halt ganz nett, aber in dem Fall... Na. So, Sekunde. So, mal schauen. Er hat einen Kleinstein gespielt und auf die Bank gelegt. Und Professor Eich, denkst du, Olaf, Alter, wird das sich retten? Oh, er hat mehr Karten auf der Bank. Naja. Oder hat er nur eins gezogen? Ne, er hat einen Kleinstein und einen Rihorn auf die Bank gelegt. Okay. Energieabsauger wäre natürlich immer ganz nice. Ich könnte auch einfach richtig fies Windtauchen. Und dann einfach jetzt alles, was er aufbauen könnte, zerstören. Kleinstein wäre instant One-Hit. Rihorn nicht. Kleinstein schon. Machen wir Kleinstein sofort kaputt, weil... Warum sollte ich das nicht machen? Will ich Energieabsauger verwenden? Eigentlich nicht, bin eh resistent, also egal. Machen wir einfach kaputt. Easy peasy. Lemon squeezy. Electek? Na. Die spielen wir nicht. Nocturne würde ich noch spielen, aber Electek hier nicht mehr am besten. Sonst habe ich ja noch eine Angriffsfläche. Das will ich dem doch gar nicht gönnen. Oh, ich habe einen Bill. Ja, der Billy, gib mal. Noch ein Sichlor. Energiesuche. Da können wir uns Pflanzenenergie holen. Falls ich noch ein Sichlor ziehe irgendwo. Bisher habe ich halt keins, ne? Bisschen unlucky. Hat Onix irgendeinen Angriff? Steinwurf. Ja, da kannst du eh nichts machen. Härtner würde mich aber ein bisschen nerven. Oh, er hat einen Dicker nochmal auf die Bank gelegt. Dein Onix wird nicht lange halten, mein Freund. Selbst mit Härtner sollte er... Oh, okay. Oh, okay. Da heilst du dich halt hoch. Mann. Das finde ich ätzend. Finde ich gar nicht cool.
Machen wir bitte nicht. An dem Punkt mache ich mal Energieabsauger, aber wie ich das so. Ich ziehe es Onyx ab. Damit er nicht ewig irgendwie auf einmal noch lebt. Er muss sterben, okay? Ich benutze den Trank, um vielleicht Electate ein bisschen zu retten. Das wäre vielleicht nicht ganz verkehrt. Sonst machen wir Schwertanz und let's go. Ah, wann ist es eigentlich passiert, dass die Gegner nichts gegen uns machen können, Guys? Wann ist das eigentlich passiert? Irgendwann, ich glaube, irgendein Part habe ich auch schon so genannt, den ich hochgeladen habe. Ich habe die drei Götterkarten in Pokémon TCG gefunden. Und ich glaube, es sind wirklich die drei Götterkarten. Es ist halt... Seit ich einmal das Ding so ein bisschen hab und ich relativ consistent hier spiele... Ich kann ja relativ consistent spielen. Das ist ja nochmal das Witzige. Ich kann so consistent spielen. Die Gegner können mir nichts mehr. Es ist einfach zu easy. Ach, schauen wir gleich, dass wir einfach schnell die Wissenschaftler fertig machen, ja, Wissenschaftsclub easy peasy durchspielen. Oha, doppelfarblos. Ah, ich will aber angreifen können. Uncool. Uncool. Wenn ich einmal eine Power Plus habe und angreifen kann, wäre schon nice. Okay, andere Sache. Wir spielen Pokéball und ich bekomme jetzt keinen Sichtlot dazu. Ah. Moment, andere Sache. Wir legen Electek ab. Und was will ich noch ablegen? Habe ich einen Professor Eich ablegen? Ich meine, ich brauche gerade keinen Professor Eich, wenn ich ehrlich bin. Ich spiele den Professor Eich nicht. Ich nehme einen Pokéball. Und dann spiele ich den Pokéball und jetzt bekomme ich noch ein zweites Sichler. Yeah, ich wusste es. Ich wusste es. Okay. Komm her. Sichler ab auf die Bank mit dir. Nice. Und ich kann dir eigentlich sofort eine Pflanzenenergie geben. Und ja, ich darf eh nicht angreifen, aber das ist okay. Das ist okay. Ich kann das umgehen, indem ich einfach dann die ganze Zeit Rückzieher mache. Oder er hat eh Pech. Auch okay. Also mich soll es nicht stören, dass du überhaupt nicht dazu kommst, mich zu blockieren. Ich werde nicht Schwertanz riskieren. Ich mache den Angriff. Ein Power Plus wäre natürlich nice gewesen, da wäre er nämlich sofort down, aber... Kann ja nicht zu viel haben wollen, ne? Und eine Doppelfarblos. Ja, das ist jetzt Verschwendung sonst. Habe ich nicht eh gewonnen? Moment. Ja. Ach, Ola. Ich meine, er sollte ein früherer, er sollte ein Early Gegner wahrscheinlich sein. Club mit Club-Anführer, das wollte ich sagen. Aber ich glaube... Ich glaube, er war halt trotzdem super easy. Nein, er ist viel später dran. Also, wenn man nach Reihenfolge geht. Das heißt, der Wissenschaftsclub ist noch leichter. Okay, Rätsel, glaube ich, da fehlten uns noch einige. Hatte ich mal Kabutops? Ah, die Karten kommen mir halt sehr bekannt vor, aber ich kenne halt auch viele dieser Vintage-Karten einfach, ne? Das kommt ein bisschen hinzu. Aerodactyl hatten wir, glaube ich, nie, oder? Boah, ich weiß nicht. Noch eine Doppelfarblos auf jeden Fall nice. Ah. Kein Ronald? Kein Ronald. Dann ab in den Wissenschaftsclub. Der letzte Club, der uns noch fehlt. So, ich darf hier nicht vorbei. Ich muss Ino besiegen. Ich muss nur den Martin besiegen. Der Martin. Der Marty. Let's go. Oh, Mulligan. Bin froh, dass mein Gegner dafür keine extra Karte ziehen darf. Ich meine, es könnte mich ja in Probleme bringen. Ich habe Electek. Ich könnte mit Electek sofort angreifen. Spielen wir Electek aus. Und auch ein Pummeluff, weil warum nicht? Ich könnte auch ein längeres Spiel machen, aber ich denke, sofort mit Electek angreifen ist auch nicht verkehrt. Dann würde ich sagen, holen wir uns die letzte Medaille, ne? Was sollen wir sonst noch machen? Sind wir fast fertig einfach mit dem Spiel? Okay, Nocturne. Nocturne kann kommen. Wo haben wir Nocturne? Da. Ich denke mal, er wird Elektrokarten haben. Er hat einen Taubsi. Egal. Ich spiele trotzdem das Nocturne. Er hat aber Taubsi einfach. Okay. Holen wir uns eine zweite Kampfenergie. Und ich mache erstmal Donnerschock. Oh. Aber nächste Runde bist du... Oh, du solltest ganz schnell ein Pokémon auf die Bank legen. Ganz fix, ja?
Er hat nichts. Das kann nicht sein. lief nicht so gut, Marty, ha? Das ist okay. Mach dir nichts draus, Marty. Ich meine, ich hab mich bewiesen. Ich hab dich besiegt, also weiter hier. Ja, ich darf jetzt durchgehen. Yo, Labor natürlich, passend. Pokédex hatten wir schon mal, ne? Magma Anton, Onyx. Ja, das sind alles Karten, die wir schon kennen. Ich glaube, mir fehlen halt Rares hauptsächlich von den ganzen Sets. Ich glaube übrigens, die Rares sind immer ganz oben, ne? Und ich glaube, das sind die, die mir noch am meisten fehlen. Der Uli! Jo, der Uli! Ich will gegen den Uli spielen. Let's go, Uli! Mach dich fertig. Der sieht auch wieder viel zu alt aus. Obwohl, ich weiß nicht. Liegt wahrscheinlich an der Brille. Liegt wahrscheinlich an der alten Fashion und nicht daran, dass Leute früher alt aussahen. Da gibt es ein Video mal, was ich gesehen habe. Das fand ich echt dumm. wo es irgendwie darum ging, ob Leute früher älter aussahen. Und ich denke mir, nein, wir verbinden doch offensichtlich nur die Fashion und den Stil, den sie damals hatten, mit alten Dingen. Und deswegen sehen die älter für uns aus. Und nicht so modern wie heute, aber das war noch keine... Die sahen doch nicht alt aus, die Menschen damals. So ein Quatsch, aber das Video hat dagegen argumentiert, dass Leute damals ja tatsächlich älter aussahen. Ich denke, das ist so ein Blödsinn. Das ist so ein Quatsch. War noch ein ganzes Spiel irgendwie und da habe ich dann auch irgendwann ausgemacht im Video, wo es darum ging. Oh, wir verbinden manche Gesichter mit verschiedenen Namen und ich denke mir, was? Das ergibt gar keinen Sinn. Zum Beispiel der Uli sieht ja voll aus wie ein Uli. Das ist kompletter Blödsinn, oder? Wie soll ein Uli bitte aussehen? Hast du eine Resistenz? Bitte sag mir, du hast keine Resistenz. Nice! Er hat keine Resistenz. Ich fand das Video so seltsam. Hat sich aber, glaube ich, gut gemacht und viele Leute haben dem zugestimmt, aber ich habe das gar nicht gefühlt. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Klang für mich alles nach ein bisschen Quatscho. Könnt ihr ein bisschen Energie absaugen, damit du mir nicht mehr auf den Sack gehst? Ja. Da, noch ein Energieabsauger könnte ich dann nächste Runde eigentlich machen. Will ich Nocturne eine Elektroenergie geben? Für den Fall, falls ich noch eine Kampf... Ja, machen wir. Ich kann zwar nicht weiter agieren, aber das ist okay. Solange du nicht sofort eine Energiekarte hast, kann ich weiter angreifen. Ah, fuck. Ah, fuck. Wie viele Energiekarten hast du in deinem Deck, Mann? Ich meine, kann ich so sehen, dass ich, Leuten halt ans Bein pisse damit. Ja, ihm ans Bein pisse, dass er nicht weitermachen kann. Ja, dann spielen wir den Defender, würde ich sagen. Und sonst spielen wir den Professor Eichwald. Die Energiezurückgewinnung aktuell ergibt für mich eh keinen Sinn. Also was soll ich damit machen? Meine Hand war leer. Oh, Pflanzenenergie. Oh, Hyperheiler. Nice. Das heißt, ich darf angreifen. Sehr schön. Und ich habe die Kampfenergie. Perfekt. Gibt es sonst irgendwie... Ja, ich meine, ich könnte Energiesuche spielen, aber eigentlich ist es egal. Weg mit Slimer. Nein. Nein. Und da hätten wir einen Electek. Wild, dass der Wissenschaftsclub scheinbar sowas mehr Gift-Pokémon und so spielt gerade gefühlt. War ein Primator. Ist er damit jetzt gerade deine Verteidigung erhöht? Ich glaube ja, ne? Aber das ist auch doof. Komm, Primator, alle Schaden der Slimer, während des nächsten Zuges durch Angriffe deines Gegners zugefügt wird, wird um 20 Schadenspunkte reduziert. 20 Schadenspunkte weniger. Das ist schon eklig wenig. Das gefällt mir halt gar nicht. Naja. Ich mache halt trotzdem 20 pro Zug dann, wenn du das jetzt weiter durchziehst, Uli. Also wir können das Spiel im Weichen spielen. Nein, nicht Lähmung. Nicht das Spiel. Ugh. 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 Das ist doof. Übrigens, ich sehe, meine Haare sind voll wild. Die Haarsträhne steht voll ab. Oh, habt ihr das manchmal, dass ihr irgendwie aufwacht und dann sind eure Haare ganz wild und ihr denkt euch, wie ist es heute passiert? Warum? Wieso? Erklär's mir, ich will Antworten haben. Das denke ich mir viel zu oft. Sehe ich das richtig? Ich habe keine Elektroenergie. Sind meine Elektroenergien alle? Alle als Preiskarten drin. Ja, cool. Ah. Das heißt, Electric ist essentiell komplett nutzlos für mich zu spielen, ne? Das ist ja gar nicht cool.
Das wird ein langer Kampf. Aber naja, habe ich wenigstens den Part gefüllt, ne? Und ich habe über ein Video gerantet. Ich rante gerne mal über Videos, die ich sehe, wo ich mir denke, irgendwie, die sind komisch. Oh, ich habe Tausch! Könnte ich eigentlich mit Sichler überhaupt schon angreifen? Nö. Sollte ich trotzdem tauschen? Sollte ich wahrscheinlich auf jeden Fall. Ja. Sichlor, komm bitte rein. Dann gebe ich dir eine Kampfenergie, mein Freund. Und du darfst einmal Schwertanz ausführen. Und wenn du Glück hast und wir nicht sofort wieder gelähmt werden, wie immer, dann machen wir Slimer weg. Nice, ich hab mal Glück. Dankeschön. Hat der überhaupt irgendeine Resistenz? Nö. Und ich habe Auffisch. Dann nehmen wir mal Nocturne wieder auf die Hand, würde ich sagen. Oh, warte mal. Ich habe nicht genug Energiekarten. Ups. Moment. Sekunde. Sekunde, Spiel. Ich habe ja jetzt... voll verpennt. Ich dachte, Sichlor wäre schon fertig. Und Professor Eich ist auch ganz nett. Ist der Rest... Der sind meine 4 Elektroenergiekarten dann, ha? Ich spiele... Na, Nocturne nochmal auf die Bank brauchen wir auch nicht. Wir haben ja schon genug, ne? Joa. An dem Punkt heißt es jetzt einfach sweepen. Und ihn erledigen. Es sei denn, er macht irgendwas richtig Blödes. Aber ich denke nicht, dass mir das passieren könnte. Aber vielleicht sollte ich drüber nachdenken, ob ich nicht, gegen Sichlor nochmal auf die Bank spiele und Nocturne. Und dann Professor Eich spiele. Wenn die eine Pflanzenenergie kann ich jetzt auch mal eben an das Sichlor anlegen. Und dann spielen wir Professor Eich. Ja. Die anderen Pokémon-Karten brauche ich nicht. Ich meine, der wird mich schon nicht Deckout bringen. Davor muss ich keine Angst haben. So, eine schöne Energiesuche. Eine Kampfenergie nehme ich mal mit. Ne, easy peasy. Ich habe einen Windhauch, falls er mir auf den Sack geht. Ich kann, das ist mein Wecker gewesen. Wir haben 20 vor 12. Und ja, ich mache öfter mal Naps oder so. Vor allem, wenn ich früh aufstehe oder schlecht schlafe oder sonstiges. Und, ja, diese Nacht habe ich nicht so gut geschlafen. Oh. Okay, machen wir mal einen Knuddeluff. Einfach nur so, weil warum nicht? Ja, Windhauchen muss ich halt nicht. Du bist halt down. Ja, bye-bye, Smogon. Der hat noch 2 Pokémon auf der Bank. Du ziehst es hier ganz schön in die Länge, mein Freund. Warte mal, ich habe doch eine Elektro... Habe ich es übersehen? Ich habe doch eine Elektroenergie im Deck. Hä? Habe ich das einfach nur voll übersehen? Ich habe es vielleicht voll übersehen. Ich habe es wahrscheinlich voll übersehen. Ja, dann weiter Sichlor aufbauen, ne? Ich hätte auch die Doppelfarblos für Sichlor benutzen können. Nee, jetzt ist zu spät. Jetzt ist eh zu spät. Jetzt habe ich verkackt. Sag mal, Uli, was ist eigentlich dein Deck? Ja, was ist dein Gameplan? Hast du überhaupt einen? Ich glaube, der hat nicht mal einen. Er hat keinen, er spielt... Er hat... Es gibt Evil Professor Eich. No way. Er hat meine Hand wieder ins Deck gemischt. Das war wirklich Evil. What the fuck? Oh. Eigentlich voll gut. Das ist eine starke Karte. Vor allem, wenn dein Gegner eine Menge Karten auf die Hand gezogen hat. Was mache ich hier überhaupt noch in meinem, auf meiner Hand? Einfach angreifen. Ich meine, er hat nur noch ein Pokémon auf der Bank und ich denke nicht, dass das irgendwas reißen wird. Hast du irgendwas noch? Du hast nur noch ein Porygon? Ja, nur noch ein Porygon. Warte mal, was hast du jetzt gemacht? Umwandlung, ne? Verteidigung kannst du sie auf einen Typen deiner Wahl. Innere Porygons Resistenz auf einen Typen deiner Wahl. Er hat seine Resistenz auf Pflanze geändert, ha? Kann ich das nachsehen? Ja. Yep. Es tut mir eigentlich echt leid. Aber... Ich habe ein fertiges... ich habe ein angriffsfähiges Nocturne. Es tut mir echt leid, Mann, aber Nocturne wird dich jetzt verprügeln. Ciao.
Deine Schwäche ist ja immer noch da. Und wir haben alle Medaillen. Let's go! Oh, der Part ist so jung. Holy shit. Gibt auch das hier, ja. Gib mal her, gib mal ein paar Labor-Packs. Oh, hatten wir jemals Ditto eigentlich gezogen? Seemon hatte ich... Hatte ich Seemon? An dem Punkt bin ich mir unsicher, was für Karten wir überhaupt schon hatten und welche nicht. Porygon hatten wir... Hatten wir Porygon? Ich habe so wenig von den Labor-Packs, glaube ich, gezogen. Glaubt ihr, Ronald kommt jetzt? Nein. Kein Ronald. Ne, warte mal. Challenge Hall ist falsch, ne? Ich will in den Pokémon Dome. Kann ich jetzt hier einfach rein? Nur diejenigen, die alle 8 Medaillen besitzen, dürfen die große Halle betreten. Tritt ein. Ja, ich bin da. Der Uwe! Besitzer aller 8 Medaillen! Betrete die Duellbühne, dann gibt es für dich jedoch kein Zurück mehr. Duellbühne betreten. Joa. In diesem Fall, komm mal rauf auf die Bühne. Sind wir dann am Ende jetzt? Sind das die Top 4? Willkommen im Pokémon Dome. Ja, ja. Ich bin Uwe, erster der Großmeister und dieses... aha, aha, mhm. Der Paul, mhm, okay. Ja, dann fangen wir an, oder? Maike? Du bist aber ganz schön früh hier drin, ha? Huh? Oh, das Face Portrait habe ich mal gesehen. Banger Track? Das ist meine Hand, nehme ich an, ha? Huh? Lief nicht so prickelnd. Gib mir mal eine neue Hand, ne? Einen Moment, ich habe gleich eine Monsterkarte, ja? Ich habe gleich eine Pokémon-Karte, keine Sorge. Siehst du? Ich habe eine. Ich besitze Pokémon-Karten. Ich kann Pokémon-Karten spielen. Oh, alle. Okay, hier sind alle 6 Preiskartenspiele. Okay, okay, okay. Das ist jetzt ganz schlecht. Billy, komm schon. Nein, was habe ich denn hier gerade für ein Glück? Damit will ich sagen, was habe ich hier gerade? Gar kein Glück. Oh Gott, es ist schrecklich. Ich kann schwer tanzen immerhin. Ja, mit einem Münzwurf. Ich habe ein Pokémon Center zur Not. Ja, ich meine, der könnte mich killen jeden Moment, ne? Komm schon. Ich Energiesuche. Ah, was habe ich hier für Scheißkarten gerade nur? Wie viel brauchst du für einen stärkeren Angriff? Zwei. Ja, sie können mich im nächsten. Wir könnten verlieren. Ich hätte keine Wahl jetzt. Fuck. Ach komm schon, Maike, war nicht diesen, ja? Ich hab noch andere Pokémon in meinem Deck, wirklich versprochen. Ganz ehrlich. Ganz ehrlich, Mann. Oh, ich hab Nocturne. Nocturne! Oh! Du rettest mein Leben! So, erstmal machen wir Rückzug. Das heißt, das Sichlor könnten wir noch weiter nutzen. Und jetzt Bockschlag. Let's go. Ich meine, Magma kann mich immer noch nerven mit Rauchwolke, aber das ist okay. Immerhin sind wir nicht aus dem Spiel gekickt, ja? Wir sind im Spiel. Puh, das war einen Moment lang ganz schön knapp. Oh, hey. Ah, will ich ein zweites Nocturne? Ich glaube, ich will ein zweites... Ja, ich glaube, ich will ein zweites Nocturne. Electek haben wir sowieso gerade keine Elektroenergie auf der Hand, von daher... So, Nocturne, ab auf die Bank mit dir und du kriegst eine zweite Kampfenergie. Und dann hoffen wir mal, dass der Bockschlag durchgeht. Shit. Du spielst aber auch ganz schön passiv, ha?
Ha? Was passiert da gerade? Du hast 4 Feuerenergiekarten aus dem Deck gezogen. Ist das Lavados Fähigkeit? Das ist tatsächlich ziemlich stark. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Schauen wir mal ganz kurz nach. Ja, Lavados. Pokémon Power Feuerspende. Ja, wenn du Lavados während deines Zuges ins Spiel bringst, nicht während des Einrichtens, lege zwischen einer und 4 zufällig gewählten Feuerenergiekarten aus deinem Deck in deine Hand wie zufällig gewählten. Zufällig viele? Mische dein Deck danach. Zufällig gewählten Feuerenergiekarten. Hä? Das ergibt gar keinen Sinn, oder? Kann mir das jemand erklären, was das bedeutet? Das verstehe ich ehrlich gesagt nicht wirklich. Aber hey, das ist schrecklich. Immerhin darf ich angreifen. Das heißt, Magma ist fast down. Das wäre immerhin schon mal der erste Preis für mich. Sie hat auf ein anderes Magma gewechselt, was angreifen kann. Oh oh. Ja, das lief. Scheiße. Ach du Kacke. Ach du Scheiße. Habe ich schon erwähnt, dass es schlecht läuft? Ich meine, ich kann Bockschlag machen. Das ist immerhin etwas. Der killt mich, oder? Nee, nur 30. Warum hat es gerade 50 gemacht? Lass mich mal nachschauen. Feuerschlag 30 und Flammenwurf 50. Warum hast du nicht Flammenwurf gemacht? Achso, weil du nächste Runde Flammenwurf machen kannst, ist ja egal. Ah, weil du Feuerenergie ablegen musst. Okay, entferne eine auf Magma abgelegte Feuerenergiekarte, um diesen Angriff auszuführen. Ah, ah. Wisst ihr, was das Schlimmste ist? Es wird mich erledigen. Oder? Nächste Runde. Warum habe ich nicht Sichlor die Energiekarte gegeben? Das war voll dumm von mir. Ja. Oh oh. Und ich ziehe nur Sichlors. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Ich kann nur stallen. Der hat beide meine Nocturns gekillt. Du hast aber nicht... Ja, hier hast du halt nicht mal deinen anderen Angriff gebraucht. Fuck. Ich hab verloren. Ich meine, ich kann Energie zurückgewinnen und ruhig spielen, aber was soll mir das bringen? Ich hab verloren. Wir haben mal verloren. No way. Der Professor Eich. Professor Eich! Oh Gott, kannst du überhaupt mein Spiel noch retten? Wie viele Preiskarten habe ich noch? 2 habe ich noch. Also sie hat noch 2. Okay, der Billy, let's go. Habe ich gar keine Pokémon gezogen? Ich habe Pummeluft gezogen. Und ein Pokéball. Oh, komm schon. Nein. Der Pokéball hat mir nichts gebracht. Okay, ich kann Energieabsauger machen. Damit werde ich jetzt sowas von Magma eine Feuerenergie abziehen. Das wird mir mein Leben erstmal erleichtern. Dann werde ich ein... Werde ich einen Aufwisch machen für sich, Lor? Ehrlich gesagt weiß ich das gar nicht. Wäre eventuell fast sinnvoll, ne? Ne, ich könnte für Pummeluff einen Aufwisch machen. Wir machen einen Rückzug. Pummeluff, du kommst rein. Du bekommst jetzt eine Pflanzenenergiekarte. Und, zur Not kann man Trank und Aufwisch verwenden. Und das heißt, erst einmal, hol uns Freunde, bitte! Scheiße. Ah, komm schon. Wie viel Feuerenergie hast du eigentlich? Aua. Okay, noch mehr Energieabsauger. Sweet. Weg mit der Feuerenergie. Dann den Trank benutzen. Und Pummeluff, bitte, bitte, finde Freunde. Freunde, Freunde. Keine Freunde?
Ich habe keine Freunde, Geist. Und ich habe auch keine Energiekarten mehr. Puh. Pummeluft, Sichlor. So, Pummeluft auf die Bank. Rückzug, Pummeluft kommt wieder nach vorne. Professor Eich. Eieieiei. Energieabsauger. Mhm. Magma, weg mit der Feuerenergie. Dann könnten wir Nocturne und Electek auf jeden Fall spielen. Dann spiele ich einen Defender auf Pummeluff. Und dann spielen wir Professor Eich, ob ich nicht vielleicht nochmal ein paar Energiekarten bekommen kann. Was ist eigentlich auch gerade mein Deck? Ich habe mein Deck fast leer gezogen. Oh mein Gott, endlich habe ich mal ein bisschen Energie. Okay, wie arbeiten wir am besten? Ich meine, ich könnte Sichlor spielen, aber ich will Sichlor eigentlich nicht unbedingt spielen. Aber was wir viel eher machen ist, wir rüsten Electek aus, weil ich es kann. Noch ein Energieabsauger. Für Magma oder Vulnona? Ich will eigentlich auch nicht, dass sie mit Vulnona gleich angreifen darf oder so, ne? Also nee, weg damit. So, machen wir das so. Electek könnte gleich angreifen. Dann machen wir eine Energiesuche, vielleicht für Nocturne, eine Kampfenergie zu finden. Habe ich. Okay, das lief noch gut. Dann spielen wir jetzt einen Tausch. Electek darf rein und macht Donnerschock. Komm schon, lähmen, lähmen! Okay. Magma ist gelähmt und nächste Runde kann ich sogar killen. Dann kann ich meine erste Preiskarte ziehen, als ob. Oh Gott, ich bin jetzt auch so hart auf den Timer. Hast du eigentlich unendlich viele Dingens? Feuerenergiekarten oder so ein Schwachsinn? Lass das mal. Egal. Magma ist tot. Magma ist weg. So, und ich muss ganz kurz meine Stream-Ankündigung machen. Okay, weiter geht's hier. Wir haben unsere erste Preiskarte. Das war eine Pflanzenenergie. Ist egal. Okay. Vulnona, Pokémon-Händler. Tausche eines deiner Basis oder deine Evolutionskarten in deiner Hand gegen eines der Basis-Pokémon oder eine Evolutionskarte aus seinem Stapel. Zeige sie deinem Gegner, beide Karten mische danach deinen Stapel, okay. Hast du dir noch einen Lavados geholt? Ja. Und noch einen Feuerspender. No. Okay, die Anzahl, wie viel sie holen kann, ist zufällig, ha? Huh? Oh oh. 8! Wir haben verloren. Auf aller Ebene. Auf aller Linie. Komplett reingeschissen. Ach du Scheiße. 40 Schaden an Electek. Aua. Ich habe noch eine Elektrokarte. Ich könnte Nocturne aufbauen, ne? Und dann könnten wir einen Tausch machen und mit Nocturne angreifen erst einmal. Würde mir das was bringen eigentlich? Nicht unbedingt, ne? Ich könnte versuchen zu lähmen. Dann hätte Nocturne wenigstens einen 40er Angriff. Hat nicht geklappt, cool. Oh, Vulnona hat auch noch so viel KP, ne? Fuck. 8 Münzen. Leck mich am Arsch. Das kann doch gar nicht wahr sein. Electek ist schon tot, hör auf. Schönes 50-50 schon wieder. Nocturne? Es hängt alles von dir ein bisschen ab. Okay, ich habe noch einen Electek ausnahmsweise. Zur Not, was heißt ausnahmsweise? Habe ich überhaupt noch Energiekarten, die ich ziehen könnte? Wahrscheinlich auch nicht wirklich, ja? Ich brauche noch eine Kampfenergie. Sonst kann ich nur Bockschlag machen. Nein! Ich meine, ich hatte einen wirklich, wirklich, wirklich miesen Start. Aber holy fuck, hat die mich einfach überrumpelt.
Aber ich hatte so viel Pech, ja, und der Pummeluff hat mir auch nicht geholfen. Gar nichts lief. Meine Hände waren alle scheiße. Schon wieder 40 Schaden. Energiesuche. Ja! Okay. Das bringt nichts mehr. Electek ist der Einzige, der nur noch was machen kann. Das ist super deprimierend. Ja, Electek, du musst jetzt für immer nur noch Kopf... Okay, wir haben verloren. Ich meine, ich hätte vielleicht eine kleine Chance, ein bisschen viel... Obwohl, ich habe auch nicht mehr viele Karten im Deck, ne? Ja, komm, jetzt schlag mich doch endlich tot. Ich warte doch nur darauf. Ich will meine Falafeltasche abholen. Ich habe die bestellt. Ich muss jetzt gleich los. Mach mal hin, ja? Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Guck mal auf die Uhr. Oha. 50 Schaden mal. Das ist was ganz Neues. Da ist meine Doppelfarblos-Energie für sich, Lor. Das ist bestimmt was Nützliches. Überhaupt nicht nützlich. Bitte sei gelähmt. Ach, leck mich. Selbst wenn ich übrigens das Vonona gekillt hätte, was hätte ich machen sollen? Also hätte ich die zweite Energie angelegt, ne? An dem Punkt, also es ist einfach nur noch jetzt ein Duell, um darauf zu warten, dass ich endlich totgeschlagen werde mit 300 Millionen Münzwürfen. Dankeschön. Ja, doch nicht das Finale heute. Das Finale gibt es dann vielleicht eher beim nächsten Mal, wenn ich schaffe. Ich wäre sogar Deckout gegangen. Puh. Ja, ich denke über die schwere Niederlage nach. Ich bin sehr, am Boden zerstört, Guys. Und wir sehen uns morgen wieder. Hier sind noch Videos. Haut rein. Tschüss, tschüss.